Ja, hallo, willkommen. Wir haben ein paar Garten-Updates. Wir haben zum Beispiel Wasser gelegt mittlerweile. Da können die Hunde drin baden, haben wir die Wanne ein bisschen vergraben. Und wir haben die ersten Hochbeete stehen. Ja, da sind auch die ersten Sachen eingepflanzt. Deswegen machen wir täglich ja die Blättchen runter, damit wir sehen, wann da mal was rauskommt. Wir haben die Solaranlage mittlerweile stehen und die betreibt auch unser gesamtes Haus mit Warmwasser. Sehr, sehr vorteilhaft. Und der ganze Erdaushub kommt von da hinten, damit wir das Ganze gerade hinstellen konnten. Flupp, da ist der neue Haufen. Da wachsen Disteln drauf aktuell. Ein paar Brennnesseln und was auch immer die Pflanze ist. Aber ich habe Jauchen draus angelegt, zumindest aus den Brennnesseln und diesem anderen Zeug. Und jo, die machen sich bis jetzt ganz gut. 3 Tage sind die alt, sehen ganz gut aus. Die sind übrigens mit einem ganz normalen Pürierstab zerkleinert, dadurch geht das Ganze schneller. Und die sind natürlich dann am Ende zum Düngen bzw. als Pflanzenschutzmittel, als natürliches hier im Garten verwendet. Ja, einen Kompost haben wir angelegt, wir haben Minze entdeckt, wir haben andere schöne Sachen, von denen ich nicht weiß, was es ist. Und die Sitzecke unter der Solaranlage. Da kommt später noch eine Veranda rein. Dazu gibt es natürlich ein Update, wenn die fertig gebaut ist. Und wir haben hier noch mehrere Flächen, die ich auch mit einem Garten dann bestücken möchte. Das ist das erste Beet, was wir angelegt haben. Und das ist das ganze Garten-Update. Danke fürs Zuschauen.